MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Umsi 2, immer noch auf der Karte Karlsburg mit Nick. Hi. Hallo. So, wir haben den Fehler gefunden. Es war die AI-Liste tatsächlich. Deswegen haben wir die ein bisschen angepasst. Bei mir fährt jetzt nur die Stadtbusfamilie mit dem KBU Repaint, das es im Download-Bereich von Karlsburg gibt. Schön in blau-grau. Und wir fahren die Linie 6 von der Wenderuthstraße zum Kaiser-Wilhelm-Platz über den Hauptbahnhof und Nick fährt den Gegenkurs. Genau. Genau, yeah. So, also, ich habe jetzt noch, danke Omsi, Texturen. Wir könnten von mir aus schon mal auf 2 Minuten vorstellen. Ich habe Abfahrt um 25, stelle dann also auf 22, auf 23. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. 1, 2, 3. Loading AI. Toll. Das fängt schon gut an. So, Vorratsdruck noch zu gering, aber wir haben ja noch 2 Minuten, das wird ja wohl reichen. Wenn er nicht so lange braucht, um hier was zu laden, dann reicht das bestimmt. Der Balken bewegt sich. So, ich höre hinter mir irgendwie Busse fahren. der Kollege. Er hat's geschafft. Du kannst dich aber mal sowas von vom Acker machen. Jetzt fahre ich. Komm. So. Busch dir. Was soll das denn jetzt? So, auch mal einen Gang einlegen, dann passt das auch. So, und herein. Moin. Moin. Guten Abend. Den Fahrschein für den Chef. Einmal den Nahbereich bitte. Danke. Bitte. Einmal Nahbereich bitte. So. Bitte. Manni, du bist übersteuert. Eine Minute, ja, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Manni ist irgendwie ein bisschen, zu laut geraten. Aber nur ein bisschen. Aber da machst du nichts. So, irgendwas stimmt mit, ich muss echt nach die Tage nochmal mit OBS gucken, weil irgendwas stimmt nicht. Warum? Weil ich wieder viel näher rangehen muss, um laut genug zu sein. Okay. So, Weiterschaltung ist schon mal an. Geschildert haben wir auch richtig. Haben wir im Bus überhaupt Licht? Ja, okay, Licht haben wir. Nee, bin ich jetzt doof. Doof gewesen, wenn nicht. So, oha, stimmt ja. Ich hab ja... Der Bus rollt. Ja, du bist... Sollst du aber nicht. Du fährst Facelift, ne? Ich fahr Facelift, ja. Ja, ich fahr Stadtbus von mir. Ich hab noch minus 0,5. Als ich das Repaint gesehen habe, hatte ich irgendwie mehr Lust auf den Facelift, weil es gefällt mir ein bisschen besser. Ja, ich hab's KBU Repaint nicht gesehen. Ich hab's halt erst gesehen, als ich gespawnt hab. Aber ist okay. So, dann fahr ich mal langsam los. Ja, ich auch. Wenn dementsprechend jetzt die Performance besser ist, dann ist das völlig in Ordnung. Jo. Okay, das sieht irgendwie enger aus, als es ist. Idiot am Steuer, das wird teuer. Idiot am Steuer, das wird teuer. Dein Ernst? Was? Wo? Ja, ich habe gerade ein bisschen zu hart eingelenkt. Ein bisschen viel zu hart. Und dann ist mein Nachläufer irgendwo gegengeknallt und ich bekomme den netten Kommentar... von einem Fahrgast, der gerne hinterm Busfahrer sitzt. Idiot am Steuer, das wird teuer. Übrigens übersteuert. Nächste Haltestelle. So, Bordweg. Ach, den kennen wir doch. Am Mühldamm. Aber ist egal, da vorne zweigen wir ab. Beziehungsweise die 8 zweigt ab und wir fahren geradeaus weiter. Also das ist performance-technisch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oh ja. Guten Tag. Guten Tag. Mahlzeit, Kollege. Mahlzeit. Deutlich angenehm. Mahlzeit, Kollege. Du fährst Bus, okay. Na dann. Ja, gut. So, dann bleiben wir jetzt gerade mal in der Haltebucht stehen, bis die Ampel da vorne grün wird. Ergo, bis jetzt. Meine Ampel ist ja noch gar nicht grün. Boah, das ist ein riesiger Unterschied. Oh ja.
Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles richtig eingetragen und nicht irgendwas übersehen. Das wäre jetzt ein bisschen nächste kacke. Nächste Haltestelle. Ja. Neuländerstraße. Sollen wir auf den Fahrplan gucken? Neuländerstraße. Ui, wir fahren aber ganz weit außen rum, bis wir am Dings sind. Am Hauptbahnhof. Also zumindest ich in meine Richtung. Da war ich mit der 8 irgendwie direkter. Ja, die 8 ist tatsächlich ein bisschen direkter. Die 7 bin ich ja noch nicht gefahren. Oh, da kommt mir wieder ein KBUA entgegen. Die 8? Ikea? Aha, na dann. Ja, wie gesagt, also performance-technisch ist das hier, das ist ordentlich. Das nehme ich wunderbar hin. Ja. Ja, wie gesagt, wenn das bei euch ruckelt und ruckelt und ruckelt, ändert eure AI-Liste. Nämlich die Alter Citaros machen da echt Probleme. Ja. Ich frage mich aber, warum? Ja, das... Weil unterwegs sind die, aber irgendwie... Omsi mag das trotzdem nicht. Nee. Sehr launisches Spiel, aber das kennt man ja nicht anders. Wollte ich gerade sagen, also das... Dürfte doch eigentlich niemanden wundern, oder? Aber wie stehen die Autos hier eigentlich? Total schief. Oh, die war rot. Ist das Absicht oder was war das jetzt? Oh cool, ich habe gerade Probleme mit den Bremsen vom Facelift. Wow. Was war das denn jetzt für ein komischer Lag? Nahbereich. Warum Nahbereich? Das steht doch hier nicht drauf auf dem Gerät. Nächste Haltestelle. Karlsburg Hauptbahnhof. Karlsburg Hauptbahnhof. Übergang zu allen Buslinien und S-Bahnen und U-Bahnen und zum regionalen Fernverkehr. Zwei Putzelei-Autos hintereinander mit Blaulicht und Blinker. Wow. Drei Putzelei-Autos. Und Blinker sogar. Ja, hier ist ein Nest. Also ich bin jetzt schon am Hauptbahnhof. Also Nick, du hast nur zwei Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Endstation. Wow. Ja. Doch so viel. Ja. Oh, ich habe hier wieder Bäume mit grünem Stamm. Ist das dann ein Stammbaum? Oh. Entschuldigung. Ich weiß, unangebracht, da ging's nicht. So, wenn ihr nicht halb auf die Straße latschen würdet, dann könnte ich auch vernünftig ranfahren. Oh, was? Komm, geh durch. Nahbereich, weißt du? Ich kenne hier nur auf dem... Der Gerät kennt nur normal, oder nicht? Tja. Hallo. Weil wer kennt es nicht, das Nicht-Normal-Ticket? Das Unnormal-Ticket. Hallo. Hallo. Aha, Information zu EN bla von Wien Hauptbahnhof, ne? Abfahrt 7.57 Uhr, heute ja, circa 15 Minuten später. Sehr schön. Das ist ganz cool. Mhm. Ist mir auch letzte Folge ja schon aufgefallen. Ja. Das ist wirklich das ganz nett. Das ist definitiv ein nettes Feature. Ja. Hallo Kollege. Nächste Haltestelle. Hans-Meier-Straße. So, ich fahre jetzt mal ein Stückchen weiter vor, damit die Kack-Sirene da hinter mir vorbei kann. Hans-Meier-Straße. Okay, sie kann trotzdem nicht, weil sie einfach unfassbar inkompetent ist. Ja. Ah, oh, das ist performancemäßig viel, viel schöner. Wow. Also es geht doch. Die Petersenstraße. Mhm. Wie lange dauert die Linie eigentlich? 21 Minuten. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also das ist ein Kreisverkehr. Wollte gerade sagen, was knapp über 20 Minütchen.
Oh. Bisschen verschätzt hier. Ist ja nicht so, als würde dir das öfter passieren mit dem bisschen verschätzen. Nächste Haltestelle. Ja, wobei, warum sieht ihr das eigentlich? Wie, jetzt schon nächste Haltestelle Waldstraße? Wo war denn die Hans-Meyer-Straße? Bin ich an der vorbeigefahren? Hab ich nicht gesehen? Ja, ein bisschen Verlust ist halt immer, ne? Man bremst nicht für Fußgänger, die quer über die Straße laufen. Die fährt man um, damit sie es lernen. Gibt's doch nicht. Gut zu wissen. Ja. Ja, ich habe die Hans-Meyer-Straße übersehen. Ich fahre jetzt in die Waldstraße und auch tatsächlich in den Wald irgendwie. Was gibt das denn jetzt hier für einen Kringel? Okay. Ja, wenn das Schild nicht wieder viel zu nah am Bordsteinrand stehen würde, dann könnte man da auch besser rumkommen. Könnte man, ja. Also ist aber nicht. Ich hätte zwar auch noch ein Stückchen weiter ausholen können, aber trotzdem dürfte das eigentlich nicht so nah dran stehen. Tjo. Nick, da machst du nix. So. Guten Tag. Guten Tag, du willst ein Ticket, ne? Ich hätte gerne einmal Einzelfahrt Großbereich. Einzelfahrt Großbereich, bitteschön. Und ich hätte gerne einmal raus aus dem Wald. So. Ja, ich fahre jetzt, also den Linienverlauf verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Ach, Wendeplatz und hier nicht, aber da, hä? Und wo war jetzt die Petersenstraße? Ja, mir geht's genauso an. Da will aber keiner mit. Gut, hätte ich mir sparen können. Oder ich bin an einer Haltestelle vorbeigefahren und hab vergessen zu schalten. Das kann sein. Weil ich habe jetzt nicht auf die Pfeile geachtet. So, oh. Ja, mal rechts rum. Hast du ein Glück. Gärtnerei. Die hätte ich jetzt beinahe umgefahren, wäre ein bisschen früher da gewesen. Manni. Abend. Manni. Ach, puh. Das war aber auch eine komische Kollision, bin ich der Meinung. Aber das sind die Schilder. Dafür kann, glaube ich, der Kartenerbauer nicht so viel für. Naja, manche Schilder haben... Ja, Deutsch gut. Ja, manche Schilder haben eine Collision Box, die ist, ja. Ja, aber die Schilder, die sind ja schon, also das sind ja nicht Schilder vom Erbauer selber. Nee. Da kannst du nichts machen. Die Schilder sind eigentlich auf jeder Karte verbaut. Müssen. Mit viel zu großer Kollision. Gibt es eine Haltestelle, die Wendeplatz heißt? Ich bin jetzt gerade am Süldorfer Wendeplatz weggefahren. Oh, dann bin ich da jetzt auch fast. Okay. Oh. Halleluja. So, einmal bergauf drücken. Mich auch gerade bergauf, weil ich glaube, ich fahre gleich wieder da runter, wo du gerade hochfährst. Ja, ich fahre nämlich jetzt gerade runter, wo du hochfährst. Ach so. Oh, da kommt mir auch ein Bus entgegen. Das müsste dein Kurs sein, Nick. Hi. Ja, mir kam auch einer entgegen. Wobei, ich fahre zu einer anderen Uhrzeit. Aber ich glaube, das kommt auch selber raus. Ja, ungefähr. Oh, jetzt werde ich aber ein bisschen schnell. Ich sollte bremsen. Naja, hier kann man bergab schön rollen lassen, ne?
Ja, das stimmt. Ich würde gerne auch rollen lassen können, aber wenn ich rollen lasse, dann rolle ich nicht weit. Es geht immer noch hoch. Boah. Boah. Oh, die kotzen gleich. Die kotzen gleich. Alle Mann. Ja, und du mit, ne? Und ich mit, ja. Oh, hier wird ein Haus gebaut. Wow. Ja, dann haben wir uns quasi getroffen. Ja. Das Haus habe ich auch gesehen. Das sieht ganz schick aus. Ja, das ist ganz nett gemacht. Ist ein kleines Gimmick, aber naja, da oben in der Pampa bauen, gut. Warum nicht? Unerschlossenes Gebiet. Naja, wenn du kein Auto hast, bist du halt am Arsch, ne? Ja. Nee, im aber Wald. Machst du nichts. Ah, hier kommt ein Nachladeruckler. Ist so, aber nicht schlimm. Jetzt darf ich auch mal wieder abwärts fahren. Oh, Bremse, 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 ich muss hier links rein. Aha, ja, das ist der Wendeplatz. Bus frei, okay. So, dann gucken wir mal. So, du Heckenpenner, wie wär's, wenn du mal Gas gibst, anstatt hier die ganze Zeit auf der Bremse zu stehen? Nö. Da hatte ich ja heute auch einen Fahrer, ne? Also, das war wirklich eine Schlaftablette. Aber wirklich, das hätte ich mir niemals denken können. Das hatte ich echt noch nie. Und zwar ist der immer nur so ein ganz kleines bisschen aufs Gas gegangen. Also das Getriebe hat wirklich am untersten Schaltpunkt geschaltet. Ja. So bei 1200 Umdrehungen oder so. Okay. ZF Ecolife. Und der ist auf der Bundesstraße 40 gefahren. Wow. Wo ich mir denke, was ist denn bei dir los? Warum ist hier jetzt noch eine Haltestelle? Das ist wieder auf der Wendeplatz. Ach, da ist die Haltestelle für die Linie 6. Okay. Ich habe an der falschen gehalten. Das hat sich dann auch in der Verspätung bemerkbar gemacht. Ich glaube, wir waren am Ende bei 10 Minuten oder so. Ja gut, klar. Und sind pünktlich losgefahren. Hallo. Hallo. Ich hätte bitte ein Ticket. Aber gut, wenn du natürlich einschläfst, dann kannst du auch nicht pünktlich kommen. Nö, das ist richtig. Ja, wie gesagt, wir haben hier Busfahrer im Rhein-Sieg-Kreis. Also wir haben ja hier, Busfahrer? Ja, also, aber weil ich ja hier etwas außerhalb wohne, ne, haben wir hier halt, du kennst das bestimmt so vom Dorf her, diese absichtlichen Straßenverengungen. Ne, ja. Mit Pöllern und sowas. Und die haben wir hier natürlich auch, ne? Und das ist dann teilweise so, da stehst du dann da und die können sich nicht entscheiden. Fährt der Bus oder fährt das Auto? Dann fahren auf einmal beide und aber nur, damit der Autofahrer feststellen muss, okay, ich lege mich mal nicht mit 18 Metern an. Was ist hier eigentlich? Also, wenn du da mit dem Bus reinfährst, da kommst du dann wieder raus. Petersenstraße. Oh, Petersenstraße. Hier ist so ein riesen Loch im Terrain, da schrappst du dir alles ab. Da ist die Karre im Eimer, wenn du da reinkommst. Die Karre ist im Eimer, Karl Otto. Ah, okay, ich fahre hier geradeaus, unter der Brücke her, alles klar. Ah, jetzt komme ich auch zur Waldstraße. Ja, siehst du. Kann es sein, dass hier bergab geht, oder ist einfach der Facelift noch schneller, als ich das in Erinnerung hatte? Da geht's bergab. Ui, ja. So, mal gucken. Da ist auch eine Kurve. Mal gucken, ob ich die Petersenstraße finde, lieber Nick. Kreisverkehr. Halleluja. Wobei ich sagen muss, also bis jetzt, die 6 gefällt mir besser als die 8. Ja. Dem kann ich zustimmen. Also ich habe die Petersenstraße gefunden, Nick. Ja, kann sein, dass ich da einfach vergessen habe zu schalten, wie gesagt. Bin mir nicht sicher. Die beiden Haltestellen liegen sich auch nahezu gegenüber. So, mal ein bisschen frische Luft hier drin. Wird warm. Moin. Moin. Einmal Großbereich bitte. Einmal Großbereich bitte. Danke. Gerne. Entschuldigen Sie für die Störung, aber ich bräuchte bitte ein Ticket für Nahbereich bitte. Das ist übrigens grammatikalisch auch nicht korrekt. Entschuldigen Sie für die Störung. Was? Ernsthaft? Ja. Mir gar nicht aufgefallen. Entschuldigen Sie bitte für die Störung.
Ah, jetzt fahre ich auch über die Ludwig-Jahn-Straße. Mhm. Ist ja nett. Nächste Haltestelle. Friedrich-Bosse-Straße. Friedrich-Bosse-Straße. Mit 60, das ist gut, das macht man. Mit Sicherheit. Ja. Aber da war ich nicht, auf der Straße ist bei dir da auch nichts los. Nö. Ja, da ist wirklich komplett leer. Ja. Omsee. Oh nein, 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 er hat wieder Bremsprobleme. Omsee. Performance. Omsee. Aha, danke. Guten Abend. Wow, die können grüßen. Ja. Dass jetzt die Performance schlecht wird, ist aber dezent kacke, weil dann hat der Facelift wieder solche Probleme beim Bremsen. Das ist irgendwie nicht so toll. So, war das jetzt eigentlich die Waldstraße? Ach so, steht da nicht. Hm. Tja, doof. Ja, ne? Oh, da ist eine Baustelle. Nächste Haltestelle. Arnoldstraße. Arnoldstraße. Sieht das nur so eng aus oder ist es so eng? Das sieht nur so aus. Ja gut, das sagt jetzt der von der Gegenrichtung. Ja. Das sagt der von der Gegenrichtung. So ist es. Ich habe aber auch einen Namen, danke. Das sagt der von der Gegenrichtung. Einfach mal auf den Kurs reduzieren. Ja, genau. So macht man das heute. So, darf ich eigentlich auch mal fahren oder wie sieht's aus? Dürfen schon. Ich finde plus 2,8 reichen. Echt? Plus 2,8? Ja. Ich habe plus 0,4. Ah, jetzt darf ich fahren. Ja gut, ich stand gerade auch eine Weile an der Linksabbiegerampel. Oh, hier in die Richtung ist aber schon was enger. Ah ja, stell dich nicht so an. Oh, dürfte jetzt fast schon geschafft sein, oder? Aber das Gerüst nicht hier ist auch ganz schick. Wolfgang-Heinze-Straße. Wolfgang-Heinze-Straße. Ja, dann bist du, glaube ich, gleich da, ja. Nach der Wolfgang-Heinze-Straße fährst du dann noch, ich glaube, an Bordweg und dann bist du, glaube ich, schon da. Kann gut sein, ja. Dürftest jetzt zum Hauptbahnhof kommen, ne? Goethestraße und dann bin ich am Hauptbahnhof. Ja, und dann hast du auch nur noch zwei. Ja, ich brauche noch ein bisschen länger. Also laut meinem Fahrplan sind es noch 4 nach dem Hauptbahnhof. Echt? Kann aber sein, dass die ein bisschen anders fahren, je nach Richtung. Das ist möglich, ja. Naja, musst du halt 2 Minuten warten. Ja, ja. Nächste Haltestelle. Borgweg. Borgweg? Wie sie das ausspricht. Borgweg? Ja, das ist mal wieder typisch hier Computeransagen. Ja, ja. Linguatec. So, fahrt ihr vielleicht auch mal? Hallo, du hast grün. Aha, fällt ihm jetzt auch ein, dass er grün hat. Wow. Und rot. Glaube, ich werde nicht 2 Minuten länger stehen. Gegenkurs, Probleme mit den Bremsen. Das nee, Nick, ich werde nicht 2 Minuten länger stehen als du. Warum? Ja, weil diese Ampel hier toll ist und die KI super intelligent. Da ist wieder so eine weiß blinkende Ampel. Nee, die blinkt eigentlich orange. Okay. Warum blinkt die bei mir dann weiß? Fehlt dir eine Textur wahrscheinlich. Ja, warum? Weiß ich nicht. Weil ich habe eigentlich alles installiert. Die blinkt oben weiß und da drunter auch, ne? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Okay. Also oben auf jeden Fall. Ja, ja, die blinken eigentlich orange. So, könnte jetzt mal grün weil werden. Weil die Performance am Hauptbahnhof jetzt gerade nicht unbedingt besser ist bei mir. Ja, es geht. Oh, grün, hallo.
Ja, ja, genau. Fahr du rechts rum. Du bitte auch. Du bitte. Ja, jetzt, das ist. So ist so, schön. 6, 7, 8 nach links. Bockweg. Grüne Weide. Okay, grüne Weide bin ich nicht angefahren. Ja, dann haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Wege. Oh, diese verkackten Bremsgurts. Das hat auch mal besser funktioniert. Bei mir will nur keiner aussteigen. Die wollen alle nur einsteigen. Einmal ein Einzelschein-Nahbereich, bitte. Einmal ein Einzelschein-Nahbereich, bitte. Bitte den Fahrschein vom Chef. Ja, Freunde, wenn keiner aussteigen will, mir ist das egal. Ah, jetzt komme ich aus dem Hauptbahnhofsbereich wieder raus. Jetzt wird die Performance gut. Oh, jetzt will einer aussteigen. Ja, ist ja auch Endhaltestelle. Kaiser Wilhelm Platz. Ach, scheiße. Ich fahre die ganze Zeit der 7 nach. Nächste Haltestelle. Kaiser Wilhelm Platz. Okay, wenn. Ich brauche doch noch den. Die Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Nick, fahr doch mal der 6 nach. Nein, wirklich. Soll ich machen. Ja. Mach mal. Das ist mir jetzt sowas von egal, wenn ich hier im Weg stehe. Oh, Unfall? Okay. Kaiser-Wilhelm-Platz. Oh, shit. Da ist er ja schon, der Knickschutz. Naja, kriegen wir hin. Ach, jetzt weiß ich auch, warum die Unfallmeldung kam. Ich habe zu hart gebremst. Nee, habe ich nicht. Habe ich noch jemanden im Bus? Oh, so, da nicht gewendet. Mehr. Geht doch. Ach, ich muss noch links auf den Pausenplatz fahren, ja? Okay, dann machen wir das doch. Ja, Pause. So, auf was wartet ihr hier? Endstelle! Ja, weißt du jetzt, was ich meine? Ja. Ja, ja. Das ist so nicht ganz richtig irgendwie. Nein. Hoppala. Und Fahrplan abgeben geht irgendwie auch nicht. Okay. Also ist Pausenplatz, aber Fahrplan lässt sich nicht abgeben. Vielleicht, wenn ich vorfahre bis zum Kaiser-Wilhelm-Platz wieder. Was aber eigentlich nicht sinnvoll ist, weil wenn da schon ein Pausenplatz ist, sollte man auch dort den Fahrplan abgeben können. Können Sie nicht mal Licht anmachen? Nö, Vollbeleuchtung mache ich wegen dir nicht an. So, kannst mich mal. Halbbeleuchtung muss ja wohl sowas von rein. Oh, Alter, kann ich nicht mal früher einfallen, dass ihr raus wollt? Fahrplanwechsel. Wenn ich hier schon eine Minute stehe. Fahrplanwechsel ist. Ah, nee, Vorratsdruck zu gering. An der Haltestelle. Oh, ich müsste auch direkt wieder zurückfahren. Nö. Angekiemt. Angekiemt. Ach, der wechselt auch gar nicht auf einen neuen Fahrplan, sondern er ist jetzt Ende gerade tatsächlich. Fahren wir nicht mehr zurück? Ne, wohl nicht. Ja, wenn du keine Auswertung bekommen hast, wechselt er auch nicht. Doch, hab ich. Ach so. Aber er hat keinen neuen angenommen. Ja, gut. Dienstfahrt ist auf der 03. Auf der 04 haben wir Schulbus. Auf der 05... Pause. Oh, Mann. 06, KBV Leerfahrt. 07, KBU Leerfahrt. 08, Werkstattfahrt. 09, Sonderfahrt. 10, Messfahrt. 11, Park and Ride. 12, Einsatzwagen. 13, Fahrschule, 14. Hier stimmt schon wieder irgendwas im Ibis nicht.
Ersatzverkehr S-Bahn 15, Ersatzverkehr U-Bahn. Die Ludwig-Jahn-Straße fehlt. Ach Mann. 16 Schienenersatzverkehr 17 Stadtrundfahrt. Da hinten dürfte dann am IKEA sein. Genau. 18 Bus endet hier. Dann nehmen wir doch die 18. Was haben wir auf der 19? Fahrt endet hier und auf der 20 Airportbus und auf der 21 Training. Aha. 22. Ah ja, okay. Fahrtende. 23. Probefahrt. 24. Gepäckbus. 25. ÖPNV-Bus, Bahn. Man merkt, dass du zu wenig zu tun hast. 26. Mr. Zaratox. Von dem sind die Repaints im Übrigen, glaube ich. Ja. 27. Karlsburg Release 2017. 28 Sturmflut. Ein Bus. Was? Ja. Gibt schon seltsame Ziele. 29, wir fahren sie. 30, leider keine Mitfahrt. 31, bitte nicht einsteigen. Ich einfach die Bremsen haben nämlich wieder nicht richtig reagiert. Den lasse ich stehen, bitte nicht einsteigen. Noch die Elektrik. So. Lalü, zu spät, schon tot, zu spät, schon tot. Ja. Nice. Bist du irgendwann auch mal angekommen? Ja, genau jetzt. Ja. Also Fazit, jetzt wo die Performance stimmt, muss ich sagen, Karlsburg gefällt mir ganz gut. Ich habe die 7 zwar noch nicht gesehen und SEV bin ich auch noch nicht gefahren, aber das kann man bestimmt auch mal machen. Aber so alles in allem finde ich die gar nicht so schlecht. Die ist nett ausgestaltet, gut an manchen Ecken, der Nick hatte das schon in der Folge zur Linie 7 gesagt, so mit den gleichen Häusern. Und oben die Waldstrecke jetzt auf der 6, finde ich, da hätte man noch ein bisschen was machen können, so leitplankentechnisch und so ein bisschen was ausschmücken. Aber ansonsten muss ich sagen, Daumen hoch für Karlsburg, definitiv. Gibt es dem was hinzuzufügen? Ja. ich versuche gerade so, mich dran zu erinnern, was ich zur Linie 7 gesagt habe. Dabei würde ich auch irgendwie ganz gerne bleiben. Gut. Ich bin so, naja. Geht. Muss man jetzt nicht ständig fahren, aber ist für zwischendurch mal ganz nett vielleicht. Okay. Wie gesagt, ich finde sie so ganz mittelmäßig. Ich finde sie ganz nett. Also es ist ganz schön. Es ist mal was anderes. Kleine, was heißt eine kleine Karte? Es ist eine mittelgroße Karte, würde ich mal sagen. Fahrzeiten sind ganz okay. Die 8 fand ich jetzt nicht so schön, wobei ich sagen muss, gut, auf der 8 hatten wir auch On-Mass-Performance-Probleme. Ich weiß nicht, wie die 8 zur Geltung kommt, wenn die Performance nicht so einbricht. Aber das kann man sich ja alles mal angucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.